Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Tutorials Akkordsymbolik. Im ersten Teil ging es um die verschiedenen Arten von Dreiklängen und deren Notation mit der Akkordsymbolschrift. Heute beschäftigen wir uns mit Vierklängen. Ein Vierklang besteht, wie der Name schon sagt, aus vier Klängen bzw. Tönen. Es kommt also zum Dreiklang, bestehend aus Grundton, Terz und Quinte, nur noch ein weiterer Ton hinzu. Die Sechste oder die Septime. Ein Dur-Akkord, zu dem die große Sechste hinzugefügt wird, nennt man Major Six Chord. Er besteht aus Grundton, großer Terz, reiner Quinte und der großen Sechste und hört sich so an. Notiert wird er folgendermaßen. Der Großbuchstabe für Dur, dahinter eine kleine Sechs. In der Grundschule war unser Pausenzeichen immer so ein Major Six Chord, als Arpeggio. Pause! Dasselbe funktioniert auch mit einem Moll-Dreiklang, zu dem man eine große Sechste hinzufügt. Dieser Akkord heißt Minor Six Chord und hört sich so an. Die Notation kann folgendermaßen aussehen. C minus für C Moll, dahinter die kleine 6, C M kleine 6, C M I N kleine 6, jeweils für Minor. Kommen wir nun zu den am meisten verwendeten Akkorden im Jazz und in der populären Musik, zu den Septimakkorden. Diese sind wie Dur oder Moll aufgebaut. Zum bestehenden Dreiklang kommt aber noch eine kleine, große oder verminderte Septime hinzu. Schauen wir uns zunächst den Dur-Akkord mit großer Septime an. Major 7 wird er genannt. Der Major 7-Akkord besteht aus einem Dur-Akkord, auf den eine große Septime gesetzt wird. Anhören tut er sich so. Für den Major 7-Akkord gibt es verschiedene Schreibweisen. C, Dreieck und eine 7. C, M, A, J, 7 für Major 7 oder C, J7. Ist folgendes Akkordsymbol zu sehen, handelt es sich um einen Dominant-Sept-Akkord. Ein Dur-Akkord mit der kleinen Septime. Dieser klingt folgendermaßen. Ein Blues in seiner einfachsten Form besteht nur aus solchen Dominant-Sept-Akkorden. Hier ein Beispiel. Der Moll-Sept-Akkord besteht aus einem Moll-Dreiklang und einer kleinen Septime, der in diesen Varianten notiert werden kann. C, M, I, N 7, C, M 7, C, minus 7. In diesem Fall sprechen wir von C, Moll 7, beziehungsweise in Englisch C, Minor 7. Außerdem gibt es den Moll-Akkord auch mit großer Septime. C Minor Major 7. Das wohl bekannteste Beispiel für einen Minor Major 7 Akkord ist der letzte Akkord vom James Bond Thema. Hier noch mit einer None obendrauf. Natürlich gibt es den übermäßigen Akkord auch als Vierklang. Mit kleiner Septime darauf. Klang und Notation sind folgendermaßen. C plus, dahinter die 7. Das Plus bezieht sich, wie wir schon wissen, auf die Quinte, die um einen Halbton nach oben verschoben wird. Weitere Schreibweisen sind C Aug 7 für Augmented oder C 7 Kreuz 5. C 7 Sharp 5. Beim verminderten Vierklang kommt zum Grundton, der kleinen Terz und der verminderten Quinte noch ein vierter Ton hinzu, die verminderte Septime.
Notiert wird dieser Akkord so: C, kleines Kreischen, 7 oder C, DIM, 7. DIM steht hier für diminished. Vom halbverminderten Akkord spricht man, wenn statt der verminderten Septime, vom verminderten Akkord, wie eben besprochen, die kleine Septime gespielt wird. Das klingt dann so. Der halbverminderte Akkord wird folgendermaßen aufgeschrieben: C, ein durchgestrichener Kreis und die 7 dahinter. Diesen Akkord kann man auch noch auf eine andere Weise beschreiben. Es ist ein Moll-Sept-Akkord mit verminderter Quinte. Somit könnte man auch schreiben C, Min 7, B 5 oder C, minus 7, B 5 bzw. C, M 7, B 5. Die B5 sagt uns, dass die reine Quinte um einen Halbton nach unten versetzt werden soll. In Englisch heißt der Akkord C minor 7 flat 5. Auch bei den vier Klängen ist es wie bei den drei Klängen möglich, die Töne des Akkords verschieden anzuordnen, also anders zu voicen. Man kann zum Beispiel mit Umkehrungen arbeiten. Und schon sind wir am Ende des zweiten Teils unseres Tutorials Akkordsymbolik angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein wenig in die wundersame Welt der Vierklänge eintauchen. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf spezielle Akkordnotationsformen wie Slash-Chords, Polychords und Sus-Akkorde, sowie auf die Zusätze wie Omit-3 und Add. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinklickt und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald, euer Jan.